Heute interviewen wir Herr Professor Paul Wagner von der Uni Wien. Möchten Sie sich erst mal vorstellen, Herr Wagner? Gerne. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und ergreife gern die Gelegenheit, Ihnen einige Informationen über die Physik und für mich zu geben. Ich bin hier Professor an der Fakultät für Physik an unserer Universität in Wien und habe auch hier bereits dissertiert. Einen wesentlichen Teil meiner wissenschaftlichen Karriere habe ich hier in Wien durchgeführt. Allerdings ein wichtiger Abschnitt war gleich am Ende, nach meiner Dissertation und Abschluss meines Studiums. Da habe ich eine Einladung bekommen auf einen Forschungsaufenthalt in Amerika, im Staat New York. Und das, muss ich sagen, war ein ganz wichtiger Teil meines Lebens, sowohl beruflich als auch privat. Weil da war ich auf einmal hineingeworfen in die völlige Unabhängigkeit und Selbstständigkeit und das hat mir viel gebracht. Ich kann nur jedem sagen, der irgendwie mit Wissenschaft zu tun hat, möglichst rasch den Stahlgeruch ablegen und woanders hingehen und zu sehen, wie dort die Bedingungen sind. Dann habe ich später auch Gastprofessuren in Helsinki gehabt. Die war am Max-Planck-Institut in Deutschland. Und alles das hat mir viele neue Impulse gegeben. Aber die längste Zeit, wie gesagt, war ich in Wien tätig. Und hier auch habe ich dann gesehen, dass mich nicht nur die Forschungsarbeit interessiert, sondern auch die Lehrtätigkeit. Und habe dann circa 12 Jahre hindurch die Physik-Einführungsvorlesung hier gehalten. Das hat mir viel Spaß gemacht. Jetzt, nachdem ich in den Ruhestand getreten bin, habe ich die wissenschaftliche Tätigkeit einem meiner ehemaligen Mitarbeiter überlassen und habe mich hauptsächlich jetzt auf die Lehrtätigkeit verlegt. Also so bin ich nach wie vor an der Uni tätig. Okay. Und wie kamen Sie jetzt speziell zum Studium der Physik? Was macht die Physik so interessant für Sie? Also wenn ich das sagen darf, unter anderem hat ein merkwürdiger Zufall mitgeholfen. Ich habe natürlich auch, wie ich so in Ihrer Situation war, knapp vorm Abitur und nicht genau wissend, was ich möchte, habe ich mich halt umgehört. Es war schon klar, dass ich mich nicht für alte Geschichte interessiere, was nichts gegen die alte Geschichte sagen soll, aber halt nicht meins war, sondern für Naturwissenschaften. Aber was genau, das war nicht so sicher und insbesondere zwischen Chemie und Physik war ich recht unentschieden. Und es hat sich gefügt, dass in der Schule ich einmal mit unserer damaligen Chemielehrerin irgendwie einen recht angenehmen Kontakt hatte und so bin ich auf sie zugegangen in einer Pause und habe gesagt, Frau Professor, was meinen Sie, soll ich lieber Physik studieren oder Chemie? Beides täte mich interessieren. Hat sie kurz überlegt und dann gesagt, mach Physik, bei der Chemie riecht es immer so schlecht. Das ist natürlich ein sehr schwaches Argument. Aber es war so ein kleines Epsilon, um mich ein bisschen mehr der Physik zuzuwenden. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, ich glaube, ich habe die richtige Wahl getroffen, weil ich bin ein Mensch, der ungern auswendig lernt, sondern eher versucht, irgendwelche Prinzipien und Grundlagen mir einzuprägen und dann aus denen, wenn es darauf ankommt, das, worauf es ankommt, herleiten zu können. Und das ist also in der Physik ganz besonders gut möglich. Wozu man auch sagen muss, die Chemie ist heute nicht die Chemie, die sie war, wie ich im Alter war, Abitur zu machen. Die Chemie kann man wohl heute als einen Teilbereich der Physik ansehen, der zum Teil heute mit etwas anderen Methoden durchgeführt wird, aber sehr wohl auch, wenn Sie an die Quantenchemie denken zum Beispiel, ganz wichtige physikalische Grundprinzipien aufweist. Also das ist keine Sache der Konkurrenz oder so. Diese Bereiche wachsen zusammen. Und das ist natürlich im Sinne einer gewissen Vereinheitlichung
etwas sehr Gutes und sehr Nützliches. Also ich möchte jetzt keinesfalls sagen, die Chemie ist eh nur eine fortgesetzte Physik, sondern es zeigt sich halt, dass ähnliche Methoden in verschiedenen Bereichen wichtig sind. Es gibt ja letztendlich auch Biophysik und biophysikalische Chemie, also auch die Biologie, die Biowissenschaften werden zum Teil heute auch mit physikalischen Methoden untersucht und das ist etwas sehr Nutzbringendes und Erfreuliches. Also so bin ich irgendwie bei der Physik gelandet und es hat mir nie leid getan. Okay. Und wie wird man Professor speziell? Naja, zunächst einmal fängt man natürlich an zu studieren und ist beeindruckt davon, was diese Professoren, die einem da was erzählen, alles wissen. Aber leider gibt es manche, die wollen vor allem zeigen, wie gescheit sie sind und wollen gar nicht wirklich sich darum bemühen, ihren Studierenden wirklich was beizubringen. Ich habe selbst einen solchen erlebt in der Mathematik. Er ist in der Zwischenzeit lang verstorben und hat sicher seine Meriten gehabt. Aber ich hätte um ein Haar den Hut drauf gehauen, wie man auf Wienerisch sagt. Also das Handtuch geworfen, wie ich in seiner Einführungsvorlesung war als Erstsemestriger. Heute weiß ich, dass er damals einfach das Thema verfehlt hat. Es hat ihn interessiert, was er uns da vorstellt, aber er hat nicht bedacht, dass er eigentlich mit Erstsemestrigen zu tun hat. Nicht? Und das habe ich dann sehr verinnerlicht und habe mir gedacht, wenn ich einmal in die Lage kommen sollte, dass ich selbst eine Einführungsvorlesung halte, werde ich mich sehr bemühen, diesen Fehler nicht zu machen. Naja, dann habe ich halt studiert, dann nachher hat es eine Doktorarbeit gegeben und ich habe schon gesehen, so einfach ist es nicht. Man muss auch viel Glück haben, wenn man an einer Universität bleiben kann oder woanders einen Posten bekommt. Gerade heutzutage ist es so, dass ich nicht weiß, ob ich unter den heutigen Umständen mich für eine Universitätslaufbahn entschieden hätte. Es ist gegenwärtig und das ist auch in Deutschland so und in Amerika war es so schon vor vielen, vielen Jahren bereits eine sehr riskante Geschichte. Es ist natürlich spannend, wenn man an einem Forschungsprojekt arbeitet, aber da weiß man schon, nach 2 oder 3 Jahren ist Schluss, weil dann ist dieses Projekt aus und dann ist es nicht so, dass man halt dann einfach dort bleibt und was anderes macht, sondern im Allgemeinen ist dann eben terminisiert. Mehr Geld ist nicht da, dann muss man sich um was anderes umschauen. Und nur wenn sich herausstellen sollte, also entweder, dass man wirklich sehr gut ist, aber so gut ist man nicht immer. Aber wenn man also auf einem Gebiet arbeitet, das sich herausstellt, dass sich das gut entwickelt und wenn dann auf dem Gebiet irgendwo eine Professur ausgeschrieben wird, dann kann man sich dort natürlich bewerben. Aber die Chancen sind dann meistens 1 zu 100 oder sowas, weil sich viele Leute bewerben. Also es ist nicht leicht. Bei mir ist es insoweit anders gewesen noch, weil ich zwar auch durch circa 10 Jahre hindurch immer auf befristeten Stellen war, hier der Assistent, zuerst wissenschaftliche Hilfskraft, heute nennt man das auch Tutor, und habe halt immer gehofft, es wird irgendwie gehen. Und dann habe ich halt, nachdem ich eine Lehrbefugnis für Experimentalphysik bekommen habe, habe ich mich beworben um eine Dauerstellung. Das war noch keine Professur, aber eine Dauerstellung und habe also das Glück gehabt, diese Dauerstellung zu bekommen. In weiterer Folge dann habe ich also auch eine Professur erhalten. Aber der entscheidende Punkt, an der Uni bleiben zu können, war die Möglichkeit, eine Dauerstellung einzunehmen. Und da muss ich bis heute sagen, dass ich es unrichtig finde, dass man zu wenig darauf achtet, dass auch Leute in unbefristete Positionen kommen können, die dann dafür dienen können, die Struktur einer Forschungseinrichtung aufrechtzuerhalten. Das ist etwas ganz Wichtiges und ich hoffe sehr, dass sich das auch wieder verbessern wird. Also jedenfalls auf die Art und Weise
bin ich dann an die Uni gekommen und das hat mir natürlich schon viel Freude gemacht, dass ich nicht jetzt ständig drauf schauen habe müssen, um Gottes Willen, nach 3 Jahren ist der Posten wieder weg. Dann hätte ich zum Beispiel auch nie so viel mich darum bemüht, Lehrtätigkeit an der Uni zu machen. Weil Lehrtätigkeit, so wichtig sie ist, wir sind ja letzten Endes auch eine Unterrichtseinheit, Unterrichtsinstitution, aber sie wird nicht hochgeschätzt. Wenn Sie sich bewerben um eine Professur, dann ist einmal wichtig, wie viele Arbeiten haben Sie vor allem in Nature und Science publiziert, was für einen Hirschfaktor haben Sie, das ist ein relativ komplizierter Bewertungsfaktor, den es in den Wissenschaften heute gibt, und Unterricht, na unterrichtet hat er ja auch erledigt. Also das ist sehr traurig, weil dadurch das natürlich für die Studierenden ein Nachteil ist. Weil wenn jemand nur unterrichtet, weil er heute was muss, weil es nicht anders geht, dann ist das natürlich oft ein liebloser Unterricht. Und das, die Ersten, die das bemerken und darunter leiden, sind die Studierenden. Also das war halt, wie ich hier mich sesshaft gemacht habe an der Universität. So, was ist jetzt Ihr Spezialgebiet, beziehungsweise an welchem Thema haben Sie geforscht oder forschen Sie noch? Na, also habe ich geforscht. Heute kann ich sagen, ich interessiere mich noch dafür und ich freue mich, wenn in unserer Arbeitsgruppe Leute auf mich zukommen und meine Meinung zu einem gewissen Thema hören möchten. Aber ich habe beschlossen, mit Übertritt in den Ruhestand meine Forschungstätigkeit zu beenden, wie ich schon vorher erwähnt hatte. Woran ich gearbeitet habe über den größten Teil meiner aktiven Forschungszeit, war die Physik von Aerosolen. Das sind Systeme von kleinen Teilchen im gasgetragenen Zustand. Das können sein Staubteilchen, Rußteilchen, Wolkenteilchen, Wolkentröpfchen und ähnliches. Wie ich damit begonnen habe, war das eher ein Nischengebiet. Und ich bin eigentlich oft gefragt geworden, was willst du mit diesem Thema anfangen? Aber seitdem also die Problematik der Erderwärmung und der Klimaentwicklung in den Fokus gekommen ist, haben wir erkannt, dass also gerade jetzt eben ein Verständnis für die Umgebung unserer, in der wir leben, davon abhängt, ob wir verstehen, wie sich in der Atmosphäre Wolken bilden können. Denn diese Wolken, die haben verschiedene wichtige Eigenschaften. Das eine ist, wenn es sie nicht gäbe, dann wären die Kontinente alle trocken. Denn alles Wasser, was in den Flüssen fließt, in den Süßwasserseen ist und so weiter, womit die Wälder ihr Wasser erhalten, kommt aus den Wolken. Woher sonst? Das Meer müsste ja bergauf fließen, um auf die Kontinente zu kommen. Also die Wolken sind einmal was ganz, ganz Wichtiges. Wenn sich die nicht bilden würden, dann würden wir schwierig, dann wäre es halt anders auf der Erde, dann wären wir vielleicht Fische jetzt. Nicht? Und auf dem Trockenen wären vielleicht ein paar Insekten oder so, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, die Wolken haben sich ja dann als was äußerst Wichtiges herausgestellt und die entstehen dadurch, dass sich in der Atmosphäre Nanopartikel bilden, die als Kondensationskerne dienen können und an denen dann Wolkentropfen kondensieren können. Und das hat also dann meinem Gebiet einen großen Aufschwung gegeben und dementsprechend haben wir dann auch unseren Weg gehabt in die Physical Review Letters, nach Nature und Science. Es hängt halt immer davon ab, wie auch das Interesse an einem Gebiet ist. Aber ich kann sagen, dass mich die Physik und die Dynamik von Aerosolteilchen eben bis hinunter in den Nanometerbereich immer fasziniert hat. Und es war ein Glückstreffer, dass das dann eben auch sich als eine ganz wichtige Thematik ist,
herausgestellt hat, auf die heute ein ganz wichtiger Fokus gelegt wird. An dem Thema wäre jetzt gleich noch eine Frage von unseren sehr physikinteressierten anbringen, nämlich: Welches mathematische Mittel ist bei der Forschung mit Nanopartikeln am wichtigsten? Ja, also Sie fragen nach einem mathematischen Mittel, genau. Aber um mit Nanopartikeln überhaupt umgehen zu können, ist einmal wichtig, die Beobachtungstechnik zu haben. Die war also zur Zeit meiner Dissertation überhaupt nicht vorhanden für diesen Bereich. Und daher hat sich auch niemand um Nanopartikel gekümmert, weil man sie weder herstellen noch beobachten konnte. Und was man nicht beobachten und nicht herstellen konnte, darauf kommt auch dann kein großer mathematischer, formaler, theoretischer Zugang, weil wo man keine Daten hat, die man irgendwie interpretieren kann, was interpretiert man denn dann? Naja, also mathematische Methoden, sicher bei den, im Bereich der Nanophysik, aber generell sehr wichtig sind in der Physik die Differentialgleichungen. Weil Differentialgleichungen, und wie man sie halt dann lösen kann, sind eben Gleichungen, mit denen man ein gewisses physikalisches Modell besonders klar und übersichtlich und prägnant darstellen kann. Und die Mathematik hat also bei der Lösung von Differentialgleichungen ein ganz großes Repertoire von Methoden entwickelt. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen, das hat jetzt nicht unmittelbar mit den Nanopartikeln zu tun. Die ganze Elektrodynamik, also Elektrostatik, Magnetostatik, elektromagnetische Wellen, Induktion, Kraftwerke, alles Mögliche, kann dargestellt werden auf der Basis von 4 Differentialgleichungen. Und diese Differentialgleichungen zu lösen, erlaubt einem also dann die Induktionsvorgänge zu verstehen, erlaubt einem die gesamte klassische Optik zu verstehen, inklusive Beugungsvorgänge und Streuvorgänge, und da kommt man dann auch zu den Teilchen, weil also eben Teilchen im nahezu Nanometerbereich auch Licht streuen, zwar nicht sehr stark, aber doch. Und diese Lichtstreuung zum Beispiel führt dazu, dass es bei uns auf der Erde den blauen Himmel gibt. Diese Himmelsbläue kommt durch eine vorzugsweise Streuung an kurzwelligem Licht, und das kann man wieder durch Lösung der Maxwell-Gleichungen auch erklären. Also auf die Art und Weise glaube ich sagen zu können, dass also ein ganz besonders wichtiges Hilfsmittel in der Physik ganz allgemein, aber auch in der Nanostrukturforschung Differentialgleichungen sind. Okay. Und seit wann gibt es denn die Physik in der heutigen Form? Naja, das geht gar nicht so weit zurück. Also wenn man es im Sinne der Entwicklung der Kultur der Menschheit auffasst, wo ja letztlich das alte Reich in Ägypten auch bereits menschliche Hochkultur war. Aber es hat bis 1600 oder so gedauert, oder vielleicht ein bisschen vorher, dass man also sich begonnen hat, in einer Art und Weise mit der Natur auseinanderzusetzen, wie wir es heute in den Naturwissenschaften generell und in der Physik im Speziellen machen. Nämlich, dass wir von Beobachtungen ausgehen und dann versuchen, diese Beobachtungen zu interpretieren, in einen größeren Zusammenhang zu stellen und damit, wie wir heute sagen, zu verstehen. Und der Erste, der das also gemacht hat, war Galileo Galilei. Der war der erste Physiker, jedenfalls der Neuzeit.
Obwohl es also durchaus auch in der antiken Welt, vor allem die Griechen waren da also gut drauf, eine Reihe von Untersuchungen und Überlegungen gegeben hat, die aber dann meistens eher Naturphilosophie waren, wo man also sich etwas überlegt hat und dann gedacht hat, so muss die Natur sein, weil ich habe mir das jetzt so überlegt. Und da gibt es ja auch den berühmten Hegelschen Dialog, es gibt 7 Planeten, worauf der Astronom dann dem Philosophen antwortet, dem widersprechen aber die Tatsachen. Umso schlimmer für die Tatsachen. Also das ist etwas, was heute nicht unsere Arbeitsweise ist. Also beginnend mit 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert und vor allem kann man das festmachen an Galilei, ist also die naturwissenschaftliche Vorgangsweise, hat die Platz gegriffen. Der Galilei hat ja zum Beispiel Fallversuche gemacht und dann das Fallgesetz untersucht, aber man konnte damals noch nicht wirklich sehr viel sagen über die Ursachen etwa der Erdanziehung. Und da war also dann der erste ganz große, der Newton. Der hat also einen Vereinheitlichungsschritt unternommen, der wirklich ganz bahnbrechend war. Er hat erkannt, dass man das Herunterfallen eines massiven Körpers an die Erdoberfläche und das Kreisen der Planeten um die Sonne auf ein und dieselbe Ursache zurückführen kann, obwohl das ja ganz was anderes zu sein scheint. Nämlich auf die Gravitationsanziehungskraft. Und solche Schritte, wie dieser Newtonsche Schritt, waren natürlich ganz, ganz maßgebend für die Weiterentwicklung unserer Zunft. Weil man dadurch dann einfache, klare Grundprinzipien aufstellen konnte, aus denen vielerlei unterschiedliche Phänomene hergeleitet und verstanden werden können. Und das ist also dann mehrfach in der Physik passiert. Das möchte ich jetzt nicht gleich alles ausbreiten, aber jedenfalls der Anfang der Physik als Naturwissenschaft wird heute allgemein anerkannt mit Galileo Galilei, dem man natürlich sein Leben nicht leicht gemacht hat, wie Sie ja wissen, der auch dann von der Kirche verdammt wurde, weil er Dinge halt beobachtet hat und zu verstehen meinte, die halt mit der Bibel, dem Wort nach, nicht zusammenpassen. Und es ist kaum zu glauben, dass es erst durch die Initiative eines wichtigen Kardinals aus Österreich, dem Kardinal König, im Jahr 1999 gelungen ist, dass der Papst den Galileo Galilei rehabilitiert hat. Also der hat nicht mehr viel davon gehabt, aber immerhin dann wurde einmal ein derartiges, etwas trübes Kapitel zum Abschluss gebracht. Und wie groß ist der Spagat zwischen der experimentellen und theoretischen Physik? Naja, also das Erste, was gesagt werden muss, und da schließe ich gleich an das an, was ich zuerst gesagt habe, die einen können ohne die anderen nicht. Wenn nur theoretisiert wird, dann verliert man sich in Formalismen und verliert den Anschluss an die Realität. Andererseits, nur experimentieren ohne irgendeinen theoretischen Leitfaden oder eine Motivation zu haben, führt meistens zu nichts besonders Nützlichem. Dann experimentiert man halt, weil einen halt da irgendwas halt jetzt interessiert, aber man versteht nicht wirklich, was man da tut. Also beides ist notwendig. Und ob man sich als Student dem einen oder anderen Gebiet zuwenden möchte, das hängt ganz an der persönlichen Persönlichkeitsstruktur desjenigen oder derjenigen. Und ich habe also schon meistens beobachten können, dass sich doch
schon relativ bald während des Studiums herausstellt, ob man besonders beeindruckt ist an sehr eleganten Methoden, die Maxwell-Gleichungen zu lösen zum Beispiel oder verschiedenes andere, auch die Schrödinger-Gleichung in der Quantenmechanik oder was auch immer, oder ob es einen besonders fasziniert, wie man neue Messmethoden entwickeln kann, um also in Bereiche vorzustoßen, die vorher nicht zugänglich waren. Das sind schon ganz andere Tätigkeiten. Aber es muss einer oder eine, die sich mit Physik beschäftigt, sich schon irgendwie mit beiden Seiten beschäftigen. Aber dann auch einen Schwerpunkt setzen. Und der kann dort oder da liegen. Und neben diesen beiden mehr klassischen Schwerpunkten ist jetzt auch ein weiterer methodischer Schwerpunkt dazugekommen. Das ist die Computational Physics, für die es keinen guten deutschen Ausdruck gibt. Überhaupt die englische Sprache ist also ein unbedingtes No-Go, wenn man es nicht kann. Also, aber das hat sich ja heute allgemein herumgesprochen. Bei mir war das noch so, dass ich vielleicht auch, weil ich nicht gerade einen besonders tollen Englischlehrer gehabt habe, aber ich war auch faul und habe keine Vokabeln gelernt und so. Was soll es nicht? Die Professoren sind meistens nur teilschuld. Aber jedenfalls, ich habe erst, wie ich nach meiner Dissertation, und da war ich immerhin schon, wie alt, 28 oder sowas, wie ich da fertig war, habe ich erst, wie ich nach Amerika gegangen bin, dann wirklich Englisch gelernt. Aber dann konnte ich es in 2 Monaten. Weil wenn man drüben ist und es versteht einen niemand, und vor allem beim Telefonieren ist das ein Chaos, dann zeigt sich, dass das also dann auf einmal funktioniert. Ich war dann ganz begeistert, dass ich auf einmal Englisch kann. Nicht? Natürlich waren da sicher die Aufbauten aus der Schule eine gute Hilfe, sonst hätte es länger gebraucht. Nicht? Aber ich habe schon auch gesehen, der Unterricht muss auch effizienter möglich sein. Letzten Endes, man darf nicht vergessen, die kleinen Kinder lernen ihre Muttersprache. Und zwar nicht, weil sie grammatikalische Grundlagen eingetrichtert kriegen, sondern weil sie einfach nachreden, was sie von den Eltern hören. Nicht? Also das soll nicht heißen, dass man im Sprachunterricht nicht auch Grammatik lernen sollte. Aber das Unterrichten der Sprachen ist heutzutage sicher viel anders, als es zu meiner Zeit war. Also jedenfalls die Computational Physics, Rechenphysik, Computerphysik, es ist Computational, die ist auch ein wichtiger Bereich. Und das spielt so eine Zwitterrolle. Da muss man also einerseits natürlich die numerischen Methoden haben, gewisse Systeme zu bearbeiten, aber man muss natürlich andererseits auch wieder sehen, wo wichtige experimentelle Fakten sind, die dann mit solchen Computational Methoden untersucht werden können. Natürlich, Computerfreaks, die werden sich gern auf Computational Physik stützen. Das ist also auch im Lauf der letzten 10, 15 Jahre ein stark expandierendes Gebiet in der Physik. Also das kann man durchaus auch in Erwägung ziehen, wenn man sich besonders für EDV interessiert. Also, wenn Sie sich 3 Physiker aus der Geschichte aussuchen müssten, welche 3 waren die wichtigsten oder beziehungsweise welcher Physiker ist Ihr Vorbild? Naja, Vorbild, sagen wir es jetzt einmal noch nicht, was mich betrifft. Ich bin überzeugt davon, dass diejenigen Physiker, die aufgrund der Situation, in der sie gerade waren, dann große Durchbrüche erreicht haben, dass
die großartigsten und wichtigsten Physiker waren. Also etwa der Newton, der also die Vorgänge im Weltall mit den Vorgängen auf der Erdoberfläche vereinheitlichen konnte und das dann auch wirklich beweisen konnte, war zweifellos ein ganz großer. Aber zum Beispiel die schon erwähnten Maxwell-Gleichungen, vier Differentialgleichungen, die den gesamten Bereich der klassischen Elektrodynamik und Optik beschreiben, die gehen auf Maxwell zurück. Und das ist also eine unglaubliche Leistung, dass man so etwas zustande bringt. Aber man muss auch dazu sagen, das hat auch vorausgesetzt, dass es circa 10, 15 Jahre vorher schon den Michael Faraday gegeben hat, der also ganz geniale Experimente gemacht hat und gezeigt hat, wie elektrische und magnetische Felder miteinander zusammenhängen, dass es die elektromagnetische Induktion gibt, aufgrund derer man elektrische Spannungen und im Gefolge auch Ströme herstellen kann, die das Wesentliche ist an allen unseren Kraftwerken, die wir heute haben. Es sind die Generatoren, die mit Induktionsprinzip arbeiten. Und das ist dann dem Maxwell gelungen, in eine wunderbar einheitliche Form zu bringen. Also der Maxwell verdient die große Ehre, aber ohne den Michael Faraday oder auch vorher schon etliche, wäre das nicht möglich gewesen. Und natürlich, wenn man das dann weiter verfolgt, die Maxwell-Gleichungen, das wusste auch Maxwell nicht. Die Maxwell-Gleichungen sind bereits Lorentz-invariant. Na, Lorentz hat damals noch gar nicht gelebt, oder vielleicht war er nur ein ganz junger, wie die gerade gekommen sind, so um 1860 herum. Aber die Maxwell-Gleichungen sind damit ein ganz entscheidender Ausgangspunkt für Einstein gewesen, eben die Relativitätsmechanik aufzustellen. Sein Paper aus 1905 hat einen Titel gehabt, so ähnlich wie über die Elektrodynamik bewegter Körper. Es kam aus der Elektrodynamik. Der hat mit seinen Gleichungen bereits den Weg frei gemacht, um dann zu solchen Unglaublichkeiten zu kommen, als dass bewegte Uhren langsamer gehen als ruhende, was ja viele Leute immer noch als einen völligen Blödsinn auffassen, aber nicht die Physiker, weil sie denken, das, was ich mir nicht mit meiner Anschauung, mit meiner Alltagserfahrung vorstellen kann, das kann es ja nicht geben. Das ist also eine ganz, ganz vorsintflutliche, heutzutage muss man sagen, Anschauung. Und wenn ich das einwerfen darf, ich bin ja nicht fertig, es kommt noch ein, zwei Physiker. Aber oftmals, das habe ich also in meiner Erfahrung im Umgang in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis und auch bei den Studierenden gesehen, oftmals kommt diese Aussage, Physik, oh Gott, das werde ich nie verstehen. Daher, dass die Physik eben gerade in der neueren Zeit Dinge beschreibt und vorhersagt, die mit der üblichen Alltagswelt nicht in Einklang zu bringen ist. Und dann, wenn jemand sagt, ich verstehe das nicht, wieso diese Uhr da langsamer geht, das gibt's doch nicht, das kann ich nie verstehen, dann ist der Fehler der, dass der oder diejenige gedacht hat, es müsse alles in den Rahmen der Alltagserfahrung hineinpassen. Ansonsten versteht man es nicht. Der heutige Begriff des Verständnisses, insbesondere in der Physik, ist der, man hat ein Phänomen verstanden, wenn man es auf die gültigen Grundprinzipien zurückführen kann. Und die Verzögerung des Uhrenganges bei bewegten Uhren ist also mit hoher Präzision nachgewiesen worden und kann aufgrund der Relativitätsmechanik
erklärt werden. Daher ist das so. Aber wir sind halt durch unsere Erfahrungswelt halt darauf beschränkt, sehr im Verhältnis zum Licht sehr langsame Bewegungen zu machen. Und wenn man sich so schneckenhaft langsam bewegt, dann treten diese Effekte nicht nennenswert auf. Und daher geht man davon aus, die Zeit wird von allen Uhren überall, egal wie, gleich gemessen. Es gibt eine absolute Zeit. Und das ist aber eine Fiktion, die einfach daher kommt, weil unsere Beobachtungsmöglichkeiten, wie wir noch klein waren und unser Weltbild von der Gehschule beginnend sich zusammengebaut hat, da war das noch nicht. Bauklötze heruntergefallen, das ist schon in der Gehschule. Man hat zwar genau genommen auch nicht gewusst, warum, aber man hat nicht darüber nachgedacht, weil sie fallen halt runter. Nicht? Während das mit der Zeit, da fällt mir so die Sache von dem Gamow ein. Der hat ein Buch geschrieben, so sinngemäß, wie wäre die Welt, wenn die Lichtgeschwindigkeit viel, viel langsamer wäre. Oder wenn wir viel schneller wären. Ne? Und da kann man also durchaus sagen, wenn es so wäre, dass man so als Kind schon mit dem Dreirad, sagt das was auch in Deutschland, das Dreirad durch die Wohnung düst, und das ist schon 4/5 Lichtgeschwindigkeit, dann wäre das für das Kind völlig abstrus zu sagen, es gäbe eine absolute Zeit. Denn es ist bei der Mutter irgendwo und die reden über was und wie spät es jetzt ist und dann fährt es mit dem Dreirad herum und schauen sie, die Uhren stimmen nicht mehr. Das ist ja keine absolute Zeit, Blödsinn. Ist ja klar, weil das dann bereits in der Urerfahrung der frühen Entwicklung eines Menschen drin liegt. Ist es aber nicht. Die drei Räder sind viel langsamer und wir bewegen uns nicht so schnell wie das Licht. Werden es wahrscheinlich auch nie oder noch auf lange Sicht nicht tun. Und trotzdem gibt es Experimente, wo man also Teilchen auf so hohe Geschwindigkeiten beschleunigen kann und dann zeigt sich, dort ist diese Verzögerung des Uhrenganges ganz deutlich vorhanden und man könnte dann die Beobachtungen ohne die Relativistik überhaupt nicht erkennen. Also der Einstein hat das in einem unglaublichen Jahr 1905 zusammen mit dem Welle-Teilchen-Dualismus und noch einer weiteren Arbeit publizieren können. Also schon allein deswegen ist also auch der Einstein ein großer Vereinheitlicher. Weil er eben die Physik der langsamen Bewegungen mit der Physik mit höheren Energien und schnelleren Bewegungen in eine neue Theorie vereinigen konnte. Die newtonsche Mechanik ist nach wie vor gültig, aber die experimentellen Untersuchungen haben ihren Gültigkeitsbereich abstecken können. Und wenn man über den hinausgeht, muss man relativistische Formeln verwenden. Hat man aber Geschwindigkeiten, die nur ein Zehntel oder Hundertstel oder noch weniger der Lichtgeschwindigkeit sind, dann geht in großer Genauigkeit die Relativistik wieder in die klassische newtonsche Mechanik über. Also das ist ein richtiger, schöner Erweiterungsbereich. Und was ich aber noch weiter erwähnen möchte und was nicht so oft gesehen wird, ist, dass es möglich war, die Physik der Wärme, also was ist Wärmemenge, was ist Temperatur, wie kann man Körper aufheizen, was bedeutet das, auch mit der Mechanik in Einklang zu bringen. Und zwar, indem man die Wärme als den Bewegungszustand der Moleküle auffasst. Und dass Moleküle in einem hektischen Bewegungszustand sind und im Durchschnitt hohe kinetische Energien haben, das ist es, was den Wärmeinhalt eines Körpers ausmacht. Und ein Bahnbrecher, der das klar gemacht hat, war Boltzmann. Nachdem auch diese Gasse da draußen benannt ist. Ludwig Boltzmann,
Der ist natürlich wie die meisten sehr angefeindet worden, weil solange man diese Moleküle, die er da postuliert, nicht wirklich sehen kann, ist das ja alles nur Spintisiererei. Nicht? Auch berühmte Physiker wie Ernst Mach zum Beispiel, die Machzahl ist vielleicht ein Begriff, so Mach 1 ist Schallgeschwindigkeit. Der Ernst Mach hat ihn ganz schwer bekämpft, den Boltzmann. Und da ist auch einmal ein Reporter zu Ernst Mach gekommen und hat gesagt, was halten Sie eigentlich von diesen Ideen zu den Molekülen von dem Ludwig Boltzmann? Worauf er geantwortet hat, Herr Reporter, haben Sie schon ein Molekül gesehen? Nein. Also, damit war für ihn die Sache erledigt. Heute wissen wir, dass es ein ganz entscheidender, wichtiger Schritt war, die Thermodynamik einzubetten in die heute sogenannte statistische Mechanik. Die Mechanik der kleinen Teilchen, die in großer Zahl sich bewegen, sodass man sie nicht einzeln beschreiben kann, sondern nur in statistischer Weise. Und das führt dann zu solchen Bedingungen, Parametern wie der Temperatur, die also im Wesentlichen ein Maß ist für die mittlere kinetische Energie der Atome oder Moleküle eines Körpers. Und so bringt man das, was man noch vor gar nicht so langer Zeit als ein mysteriöses Fluidum betrachtet hat, die Wärme, in den Bereich der Mechanik zurück. Und da hat also der Boltzmann ganz entscheidende Arbeit geleistet, das letztlich so zu begründen, dass man es auch geglaubt hat. Der Punkt, der ihm dann wirklich geholfen hat, aber ob er den noch selber erlebt hat, er hat sich leider das Leben genommen, war die Brownsche Bewegung. Sagt Ihnen das was? Kleine Teilchen, das sind wir wieder bei den Aerosolen, die eine mysteriöse Zitterbewegung durchführen. Und da hat man dann nachweisen können, da hat auch Einstein einen Beitrag geleistet, dass man das quantitativ auf die statistische Bewegung der Moleküle zurückführen kann. Und damit ist die statistische Mechanik natürlich dann da gewesen. No, und eine, den man nicht auslassen darf, ist der Max Planck natürlich, der gerade zufällig 1900 einen Vortrag vor der Preußischen Akademie der Wissenschaften gehalten hat, der natürlich auch nicht gut angekommen ist bei vielen Leuten, wo er ein scheinbar an den Haaren herbeigezogenes Postulat, das Postulat der Quantisierung der Energie, aufgestellt hat. Aber dieses Postulat, wie sich gezeigt hat, war unvermeidbar, wenn man die Eigenschaften unter anderem der damals stark untersuchten Wärmestrahlung untersucht hat. Diese Wärmestrahlung hat sich total unterschieden von dem, was damals aufgrund der klassischen Elektrodynamik erwartet worden wäre. Und in dieser Misere ist dann der Planck mit diesem Postulat dahergekommen. Eine große Überwindung, denn er war eigentlich eher ein an klassischen Prinzipien verhafteter Physiker, aber er hat keinen anderen Ausweg gesehen. Und das ist halt dann natürlich sehr rasch weiterentwickelt worden. Bereits 5 Jahre später war der Einstein mit dem Welle-Teilchen-Dualismus und der Schrödinger hat dann eine Wellengleichung für die Wahrscheinlichkeitswellen in der Quantenmechanik aufgestellt. Damit war dann wieder eine Differentialgleichung, war dann der Weg für die Quantenmechanik frei. Heute kann man sagen, dass die Entwicklung der Quantenmechanik der wahrscheinlich eingreifendste und ganz besonders wichtige Bereich der moderneren Physik war. Auch hier ist es so, dass wenn man zu makroskopischen Dingen wie diesem Tisch zum Beispiel übergeht, man den natürlich klassisch beschreiben kann und den braucht man nicht statistisch beschreiben,
der hat zwar auch statistische Fluktuationen, aber die sind so gering, dass sie unbeobachtbar sind. Aber wenn man zu mikroskopischen Teilchen wie Molekülen oder dann gar Atomen übergeht, zeigt sich, dass es ohne die Quantenmechanik überhaupt nicht geht. Und das ist sozusagen eine ganz andere Welt. Wir schauen also wieder einmal über unseren Tellerrand hinaus und stellen voller Erschütterung und Begeisterung fest, das ist ja eine Welt, die wir gar nicht kennen. Aber wir hätten keinen Transistor, keinen Laser und alles mögliche andere auch nicht, wenn wir diese Welt jetzt nicht verstanden hätten. Also die Physik hat eine besondere Eigenschaft, dass sie Bereiche umfasst, zunehmend mehr und mehr, die außerhalb des Alltagserfahrungsbereiches liegen. Und das macht sie sozusagen für viele Leute spröde und unzugänglich, weil man ungern akzeptieren möchte, dass das festgefügte Weltbild, das man selbst hat, jetzt verändert, erweitert, durchbrochen wird. Das verstehe ich nicht. Nein, das ist nichts für mich. Ja, aber das ist nicht die Art und Weise, wie man sich den neueren Erkenntnissen annähern muss. Und nachdem man heute doch sehen kann, dass eine Vielzahl von Dingen ohne diese Erfahrungen gar nicht sein könnten, könnte man natürlich sagen, wäre gescheiter gewesen, sie wäre nicht, aber das in Wirklichkeit ist das so nicht. Also obwohl ich also auch einer Generation jetzt angehöre, altersmäßig, wo man sagen könnte, früher war alles besser, es war nicht früher alles besser. Es war vielleicht so, dass man heute als älterer Mensch sich denkt, damals habe ich noch alles verstanden. Heute stehe ich da und verstehe fast gar nichts mehr. Aber auch der Einstein hat diesen Welle-Teilchen-Dualismus mit seinem Alltagserfahrungsschatz nicht verstehen können. Aber er war dann flexibel genug, er war da jung damals, die Jungen machen es, sie machen es, dass er dann gesehen hat, okay, das kann man sich zwar nicht vorstellen, aber es ist offenbar so, weil sonst alle möglichen gesicherten Untersuchungen, Experimente nicht verstanden werden könnten. Also der Boltzmann ist wichtig, der Planck und der Schrödinger. Und da sind zumindest zwei Österreicher dabei, das finde ich auch ganz gut. Ja. Ja. Die Kernfusion ist ja auch ein sehr ehrgeiziges Ziel, das schon lange verfolgt wird. Und es wird auch noch ein bisschen brauchen, bis es wirtschaftlich genutzt werden kann. Es wird aber wie bei den Reaktoren auch radioaktives Material entstehen. Und wie ist Ihre Haltung zu der Kernfusion, beziehungsweise dass die Technologie nicht schon überholt ist, wenn sie nutzbar ist? Naja, also erstens muss ich vorausschicken, dass ich mich selbst nie mit Kernfusion beschäftigt habe und mich auch nie besonders dafür interessiert habe. Also einen professionellen Standpunkt kann ich eigentlich dazu nicht einnehmen. Aber ich muss sagen, man hat in der Zeit, und das war, wo ich noch studiert habe, große Hoffnungen darauf gelegt. Und dann hat sich aber gezeigt, dass durch die praktischen Schwierigkeiten sich leider eingebremst hat. Es ist natürlich schon eine sehr bemerkenswerte Überlegung, sich zu denken, da baue ich einen Fusionsreaktor, der macht das, was sonst in der Sonne passiert, und mir steht eine unbegrenzte Energiequelle zur Verfügung. Das ist natürlich die ursprüngliche Idee dahinter. Nicht? Aber einerseits, wie Sie schon erwähnt haben, es entstehen auch dort natürlich große Strahlungsintensitäten, die dann auch zu Radioaktivität führen. Und so, dass das was ganz Harmloses wäre, ist es beileibe nicht. Und
Ich glaube, dass die Kernfusion noch längere Zeit nicht in eine verlässliche praktische Umsetzung gebracht werden kann. Mag sein, ich irre mich, aber das ist, nach dem, was ich so über die letzten Jahrzehnte verfolgt habe, ist es meine Befürchtung, dass es so sein wird. Aber dass also Technologien schon veraltet sind, wenn sie erst in die Praxis übergeführt werden können, das ist ungerecht, finde ich. Weil was heißt denn Technologie? Zunächst einmal müssen wissenschaftliche Untersuchungen gemacht werden. Da hat zum Beispiel der Heinrich Hertz Untersuchungen zur Ausbreitung elektromagnetischer Wellen gemacht. Das war so um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Und hat natürlich auch Forschungsmittel gebraucht und hat die beantragt bei der damaligen Preußischen Akademie der Wissenschaften, später Max-Planck-Institut. Und das hat man ihm dann gewährt, die Akten sind alle vorhanden natürlich, obwohl, wie die Gutachter geschrieben haben, es wohl nie zu einer praktischen Anwendung davon kommen wird. Na, heute ist eine Milliardenindustrie mit der Telekommunikation beschäftigt. Aber das war damals eine neue wissenschaftliche Untersuchungsgebiet. Und jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt wo das technisch geworden ist, ist es ein alter Hut. Aber nein, dann konnte diese wissenschaftliche Untersuchung fruchtbringend angewendet werden. Also es wäre ungerecht dann zu sagen, das ist jetzt eigentlich ja nichts mehr, denn auch wenn man das dann in einer optimalen Weise so in instrumentelle Formen bringt, dass man damit dann wirklich was anfangen kann, dann ist diese technische Weiterentwicklung natürlich mindestens ebenso wichtig. Natürlich die großen Meriten kommen denen zu, die das erstmals einmal meist gegen große Widerstände einmal erkannt haben. Aber dass das also sehr eng miteinander verflochten ist, da fällt mir noch eine Geschichte von Michael Faraday ein, der das Induktionsgesetz unter anderem eben experimentell erforscht hat. Dem war natürlich damals schon, das war ein wiffer Kopf, da schon klar, das ist nichts, was im Labor bleiben wird. Und hat also versucht, das war ja in England, im damaligen British Empire, hat er also eine hochrangige Delegation zu sich ins Labor eingeladen. Damals war er schon wer, der Michael Faraday. Nicht? Und die sind auch gekommen, nicht? Also mit Perücken und Talaren und wie man sich das halt damals so vorstellt, gibt es Zeichnungen dazu. Und da hat er halt seine Experimente zur elektromagnetischen Induktion gezeigt. Und da hat angeblich dann seine Lordschaft, der Schatzkanzler, also Finanzminister, dann etwas abschätzig gemeint, und was wollen Sie damit anfangen? Worauf er geistesgegenwärtig geantwortet hat, Euer Lordschaft werden dafür noch Steuern einheben können. Und dann ist er auf einmal interessierter geworden an dem Ganzen. Und dass der Weg von dem Labortisch bis zum Kraftwerk, das ist nicht nur ein alter Hut und was Uninteressantes, das macht es ja dann aus, um eine Sache wirklich anwendbar zu machen. Und das ist also eines der vielen Beispiele. Das darf man nicht geringschätzen. Und Leute, die also eine technische Ader haben, die sollen sich auf so etwas stürzen und können unglaublich viel Nützliches bewirken. Gerade heute, wo die Klimaproblematik uns ja sehr beschäftigt, müssen wir uns erst recht überlegen, wie gehen wir denn vor, dass wir einerseits möglichst
die Energiequellen, die wir wohl brauchen werden, auch in Zukunft, so gestalten können, dass wir uns nicht gleichzeitig unser Klima völlig zusammenhauen und wieder andererseits, ob wir nicht Wege finden, unseren Energiekonsum zu verringern. Weil jemand, der das alles schon hat, gibt es ungern her. Aber wenn man also Alternativen aufzeigen kann, wo man sich dann denken kann, vor allem wieder die Jüngeren, also ihr, nicht? Das ist doch eigentlich auch gut. Ich muss doch nicht das so machen, wie das meine Eltern gemacht haben. Ja, das ist der Fortschritt, den wir ganz bitter nötig haben. Ich möchte mich persönlich nicht aus dem ausnehmen. Wir sind zu Hause auch froh, einen Wäschetrockner zu haben, wenn wir in einer Wohnung leben. Draußen im Garten kann man es jedenfalls im Sommer auf den Strick hängen. Aber was man da Energie verbraucht dafür. Und noch schrecklicher, wenn man dann die großen Klimaanlagen in den Wohnungen laufen lässt, damit es in den Wohnungen dann nicht so heiß wird. Das ist ja eine immer weitergehende ein Gang in die Katastrophe. Also da sind experimentelle Erfahrungen und technische Weiterentwicklungen die Möglichkeit, die uns dann vielleicht unser längerfristiges Überleben dann halt möglich machen. Also nicht nur die hehre Wissenschaft, sondern auch der praktische Sinn, damit was anzufangen, was unsere Welt dann weiterhin lebenswert und, wie heute das Wort so oft verwendet wird, nachhaltig zu gestalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, dann wären wir jetzt schon bei den Entweder-Oder-Fragen. Wenn Sie wollen, können Sie Ihre Entscheidung begründen, müssen aber nicht. Also ist die Big Bang Theory eher ein Fluch oder ein Segen für das Bild der Physik in der Gesellschaft? In der Gesellschaft? Naja, also ich finde doch eher ein Glück, weil man hat damit eine Möglichkeit, sich aus die Entstehung unseres Universums beginnend aus frühen Anfängen plausibel zu machen. Aber natürlich ist diese Theory eine Theory, die noch nicht wirklich endgültig belegt ist. Aber es gibt viele Hinweise. Also zum Beispiel die kosmische Hintergrundstrahlung, die man jetzt mit ca. 4 Grad Kelvin festlegen konnte, die lässt sich wunderbar erklären, indem man zurückgeht auf einen Big Bang, wo es am Anfang sehr heiß wird und sich jetzt schon so weit abgekühlt hat, dass dieser Nachhall dieses seinerzeitigen Bang bei 4 Grad Kelvin nur mehr angekommen ist. Nicht? Also, warum sollte es ein Fluch sein? Es muss jetzt niemand dran glauben, aber es gibt immer mehr Hinweise, die erkennen machen, dass dieser Big Bang schon einen gewissen Realitätsbezug hat. Und gerade vor kurzem wurde ein neues Radioteleskop ins Weltall geschossen, das also bisher ungesehene Auflösung ermöglichen wird. Und da wird es uns möglich sein, Himmelskörper zu beobachten, entfernte Galaxien, die in einer Entfernung von ca. 13 oder 14 Milliarden Lichtjahren sich befinden. Und es ist doch etwas wirklich Faszinierendes, finde ich heute. Und dazu muss man kein Physiker sein, um das faszinierend zu finden. Dass einem das einen Blick in die Frühzeit unseres Universums ermöglicht. Weil das, was wir da sehen, ist vor 14 Milliarden Jahren dort passiert. Seit damals ist das Licht bis zu uns unterwegs. Und die Strukturen, die wir dann dort bei dieser Untersuchung
feststellen können, werden weiteren Aufschluss geben, ob das mit dem Big Bang wirklich was auf sich hat. Denn das sieht man dann schon ganz nah heran an diesen Big Bang. Also nein, ich glaube nicht, dass das eine Bedrohung für die Menschheit ist. Okay, bei Notizen Blatt und Stift oder eher digital? Also jung digital, alt Blatt und Stift. Okay. Urlaub eher Fernreisen oder Bergwandern? Eine gute Frage. Hängt von der Lebenssituation ab. Wenn ich da an meine eigene Entwicklung denke, ich habe ja, wie ich schon kurz erwähnt habe, bald nach Ende meines Studiums einen Amerika-Aufenthalt begonnen, der ein Glück für mich war, in vielfacher Hinsicht. Und das hat mir dann viele internationale Kontakte ermöglicht. Und ich muss zugeben, über den größten Teil der Zeit, wo ich also im aktiven Forscherleben war, das war also bis vor 10 Jahren oder sowas, haben meine Reisen vielfach, waren das Fernreisen, und praktisch immer mit Tagungen verbunden. Also Reisen, die auch etwas mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit zu tun hatten. Und es hört sich vielleicht irgendwie dumm an, aber wie also meine Frau erst kurz kennengelernt hatte und wir haben also so überlegt, wann werden wir denn heiraten und was werden wir da machen, ist ein Schreiben von einem guten Bekannten von mir aus Amerika gekommen. Du Paul, ich mache heuer im Sommer ein Nucleation Symposium in Las Vegas. Magst du kommen? Und da habe ich dann zuerst ein bisschen gezögert und dann meine Frau gefragt, sag, was hältst du davon, wenn wir eine Hochzeitsreise nach Amerika machen und ich verbinde das eine Woche lang mit einer Konferenz? Und sie war eigentlich sehr schnell dafür, weil die Reise waren dann 4 Wochen und eine Woche davon war ich in Las Vegas und heute noch schwärmen wir davon, was für eine schöne Reise das war. Also das war die Zeit der Fernreisen und wir sind also dann mehrere Monate in Japan gewesen, da waren die Kinder schon klein. Da haben uns damals unsere Verwandten gesagt, macht's doch das nicht. Dieses Mädel war 5 Jahre, der Bub war 4 Jahre. Und werd's doch nicht jetzt mit den Kindern nach Kyoto fliegen. Macht's doch das später. Aber da habe ich damals schon meinen Grundsatz gehabt von Horaz, Carpe Diem, nütze den Tag. Und ich habe mir gedacht, wer weiß, ob das wiederkommt, so eine Chance, dass mich die dort einladen, da so einen Forschungsaufenthalt zu machen. Und gegen den Widerstand der Familie sind wir also, meine Frau war auch immer sehr unternehmungslustig, sind wir dort hingefahren und das ist auch so ein Milestone in unserer gemeinsamen Geschichte sozusagen. Und so waren also früher eher die Fernreisen. Aber in weiterer Folge haben wir dann immer mehr entdeckt, was es bei uns Schönes gibt. Und wir haben viele wunderbare Bergwanderungen gemacht. Wir haben zum Beispiel, das ist jetzt schon 10 Jahre her, da war es auch wichtig, dass ich noch 10 Jahre jünger war, haben wir den Dolomitenhöhenweg Nummer 1 gemacht. Da musste man noch ein bisschen besser beieinander sein, als ich jetzt bin. Weil wenn man halt dann schon so 75 ist, dann ist die Ausdauer auch nicht mehr so, wie man es für so einen Höhenweg braucht. Nicht? Aber das hat uns also unerhört getaugt. Obwohl es uns auch sehr herausgefordert hat, was die Kraft und die Ausdauer halt betroffen hat. Nicht? Aber auch mit 75 sind Bergwanderungen was Schönes.
kann man ja hier und da auch eine Alm mit einschließen und dort dann vielleicht in eine Käserei gehen und sich einmal anschauen, wie dort die Ergebnisse der Almwirtschaft ist und so. Nicht? Also mit zunehmendem fortschreitendem Alter finden wir, meine Frau und ich, das Bergwandern als die interessantere Möglichkeit. Wir haben aber schon vor, auch noch Reisen innerhalb Europas zu machen, aber die Fernreisen haben wir eigentlich abgeschrieben. Das ist uns nicht mehr so im Zentrum des Interesses. Okay. Ja, Fortbewegung eher mit Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad oder E-Bike? Genau. Da muss ich sagen, da bin ich kein guter Ansprechpartner. Ich bin, abgesehen davon, dass ich als Kind manchmal mit einem Fahrrad gefahren bin, nie mehr mit dem Fahrrad gefahren. Es hat sich irgendwie für mich nicht als, wie soll ich sagen, als erstrebenswert gezeigt. In der Stadt habe ich mich eigentlich vor dem Verkehr gefürchtet. Radwege gab es in der Zeit, wo ich als Junger irgendwie fahren wollte, praktisch noch nicht. Und der Verkehr hat mich irgendwie geschreckt. Und dann habe ich eigentlich in der Stadt, und ich habe über weite Strecken da in Wien gelebt, einen sehr gut ausgebildeten öffentlichen Verkehr vorgefunden. Und das habe ich immer dem Fahrradfahren vorgezogen. Und so bin ich eigentlich nie in die Situation gekommen, irgendwie ausführlicher Rad zu fahren. Und jetzt ist es ja so, dass das Bergwandern oft mit Radfahren verbunden wird. Das lehne ich für meine Person ab. Ich brauche nicht so schnell dort durchrasen, aber ich gehe lieber durch die. Und also, das soll jetzt nicht heißen, dass ich ein Gegner des Radfahrens bin und auch nicht ein Gegner des E-Bikes. Aber für mein Leben und auch das meiner Frau hat das keinen Stellenwert. Wenn die Kinder Radfahren sollen, und Glückwunsch, aber es hat für uns den Stellenwert nicht. Jetzt sind Sie hoffentlich nicht zu enttäuscht. Überhaupt nicht. Lebensstil eher traditionell oder modern? Also, was die Musik betrifft, mit der habe ich also zeitlebens eine enge Beziehung gehabt. Mein Urgroßvater war ein Operettenkomponist, das ist natürlich ein Zufall, aber dadurch war meine Familie irgendwie immer mit der Musik verbunden. Und dann hatte ich das Glück, ein Mädchen kennenzulernen, die Cellistin war damals bereits. Und die habe ich dann auch geheiratet. Und so sind wir beide sehr an Musik interessiert, und da muss ich zugeben, Heavy Metal oder sowas, das interessiert mich nicht. Aber nicht nur Bach und vielleicht noch Mozart, sondern durchaus auch Gershwin und eine Reihe weiterer Komponisten, die eine eher zeitlich näher liegende Musik betreffen. Und ansonsten das Leben, traditionell oder modern, was ist ein traditionelles und ein modernes Leben? Das wüsste ich eigentlich nicht, wie ich so sagen soll. Wir nützen moderne Annehmlichkeiten, wenn es unserem Leben dient, freuen uns aber, wenn wir auch traditionelle Wege finden, wo wir einen Konnex zu unserer Jugend herstellen können. Nicht? Also ich würde das eine und das andere nicht ausschließen. Ich glaube, da muss jeder halt so seine Vorlieben finden. Aber gerade was zum Beispiel das Wohnen betrifft, die Häuser, die so wie Schuhschachteln ausschauen,
dort möchte ich drinnen nicht leben, sondern lieber solche, die ein Dach haben. Aber naja, das ist eine Frage des Geschmacks. Und ich verachte die auch nicht, die in solchen Häusern wohnen. Und das hat vielleicht auch seine Vorteile, aber ich muss es ja nicht haben. Also als Mensch, der doch in der späteren Phase seines Lebens sich befindet, muss ich schon sagen, dass traditionelle Aspekte schon eine gewisse Wichtigkeit haben. Aber sie dürfen einem nicht den Blick verstellen. Das wäre ganz schlecht und das darf gerade bei einem Physiker nicht der Fall sein. Da wäre ich immer wieder in die moderneren Bereiche geführt und bin riesig beeindruckt, was es alles wieder Neues gibt. Zum Thema Jahreszeiten, sind Sie eher Sommer- oder Wintertyp? Frühling. Ich habe vor 2 Jahren im Frühling oder Frühsommer eine Reise nach Venedig gemacht mit meiner Frau, wo gerade schon die Pandemie war und Venedig, aber wir waren schon genug geimpft und Venedig war unglaublich schön. Fast niemand dort. Und da war das bringt mich dazu zu sagen, Frühling ist eine tolle Jahreszeit. Okay. Dann noch ein paar abschließende Fragen. Wieder zum Thema Physik. Was muss denn jetzt ein Schüler fürs Leben nach dem Physikunterricht mitgenommen haben? Welche groben Themenbereiche muss er wissen? Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man als Schüler, der Physikunterricht gehabt hat, erkennt, dass die Physik auf wichtigen Grundprinzipien aufbaut und diese Grundprinzipien auch irgendwie zu verinnerlichen. Aber Formeln auswendig zu lernen, wo da noch ein Epsilon 0 drinnen stehen muss und da ein 4pi Drittel oder so irgendetwas, das ist unnotwendig. Aber wie eben die Physik es geschafft hat, eine für die Menschheit ganz wichtige Wissenschaft zu sein, weil eben verschiedene Dinge auf physikalischen Prinzipien aufbauen. Dass die Zusammenziehung zweier Massen einem ähnlichen Prinzip genügt wie die Anziehung ungleichnamiger Ladungen, das sollte einem niemals mehr vergessen werden. Dass es ein 1 durch r Quadrat Prinzip gibt, wenn man sich weiter weg bewegt, ist man doppelt so weit weg, ist die Wirkung nur mehr ein Viertel. Also nicht irgendwelche konkrete Formeln, sondern eher die Herangehensweise, die dazu führt, was uns dann ein physikalisches Weltbild ermöglicht. Okay. Und welche Voraussetzungen sollten Schüler haben, wenn sie Physik studieren möchten? Also das Erste und Wichtigste ist das Interesse. Also man muss schon aufgrund dessen, was man heute so alles gesehen und gehört hat, erkennen, dass das was Spannendes ist. Und man darf natürlich mathematischen Methoden nicht grundsätzlich abgeneigt sein, weil es ist schon so, dass es schon eine wichtige Eigenschaft physikalischer Denkweisen ist, dass sie eindeutig und am prägnantesten mit mathematischen Methoden beschrieben werden können. Das ist nicht, weil die Mathematik, die Physiker irgendwie halt besonders obergescheit wirken wollen, sondern es zeigt sich, so wie man sagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, eine Formel sagt mehr als 1000 Worte. Und es ist auch vielfach so, dass die Physik halt
nicht nur eine qualitative, sondern auch eine quantitative Wissenschaft ist. Und dass es dann davon abhängt, wie man gewisse Phänomene quantitativ beschreiben kann. Das geht nicht ohne Mathematik. Also, wenn man nicht bereit ist, das auf sich zu nehmen, oder sagen wir so, wenn es auf sich zu nehmen ist, ist es ja eigentlich schon negativ. Wenn man nicht auch ein gewisses Interesse an formalen Zusammenhängen hat, dann ist wahrscheinlich Physik keine gute Wahl. Aber Sie müssen nicht ein ausgefuchster Mathematiker sein, um sich der Physik zuwenden zu können. Sie müssen nur bereit sein, diese mathematischen Methoden sich zu eigen zu machen, soweit sie halt für die Anwendung in der Physik notwendig sind. Aber ansonsten muss das Interesse an der Physik, an der physikalischen Forschung, ob experimentell oder theoretisch, vorhanden sein. Und das ist das, was mir und mir eine Zeit da hier als Lehrer, als akademischer Lehrer an der Uni so taugt, weil es wird niemand Physik studieren, weil er nachher viel Geld verdienen kann. Das wird eher sein, wenn er Medizin studiert oder Jus studiert. Dass er sich denkt, das muss ich jetzt auf mich nehmen, diesen uninteressanten Klumper zeigt da, den nachher verdiene ich viel. Unsere Studenten sind da, weil sie am Fach interessiert sind. Das ist für uns Professoren natürlich wunderbar. Und daraus lerne ich auch, nur aus denen wird dann was in der Physik. Man muss bereit sein, wirklich viel zu investieren an Zeit und Aufwand. Und man muss bereit sein, Probleme zu lösen. Aber andererseits, wenn man ein Problem-Solver ist, dann hat man auch nachher im Berufsleben viel mehr Möglichkeiten, als nur sich mit Physik zu beschäftigen. Probleme gibt es überall auf der Welt. Und wenn man also sich angewöhnt hat, Probleme so anzugehen, dass man sie auch einer Lösung näher bringen kann, und das ist in der Physik das Um und Auf, sonst kommen sie zu nichts, dann haben sie überall ihre Möglichkeiten. Also, Sie müssen motiviert sein, Sie müssen Probleme lösen können und dann haben Sie aber eine Ausbildung, die nachher sehr weit, breitflächig anwendbar ist. Gut, dann wären wir auch mit dem Interview schon am Ende. Wobei, eine kleine Bonusfrage haben wir noch von den wirklich Physikinteressierten, nämlich... Haben Sie in Zukunft noch vor, weitere Vorlesungen aufzunehmen und auf so Plattformen wie YouTube zu veröffentlichen? Eigentlich nicht. Ich muss sagen, wie es dazu gekommen ist. Die Vorlesung Einführung in die Physik, die ich also über 10 Jahre, mir scheint 12, 14 Jahre oder sowas gehalten habe, die hat mir immer Spaß gemacht. Und da war ich schon nahe an der Pension, ein Kollege zu mir gekommen und hat gesagt, du Paul, das wäre schade, wenn diese Vorlesung jetzt weg wäre. Wärst du bereit, dass wir sie aufnehmen? Habe ich gesagt, natürlich, mir mag das gar nichts. Und dann wurde sie aufgenommen. Und ich höre mir heute und hier und da mal so, horche ich einmal hinein und wissen Sie, auf was ich draufgekommen bin? Die sind nur deshalb einigermaßen was geworden, weil ich das Publikum dabei gehabt habe. Also wenn ich jetzt da eine Vorlesung nur in die Kamera machen soll, das wird nicht dasselbe. Und ich kann auch die Schauspieler verstehen, die sagen, ohne Publikum kann ich auf der Bühne auch nicht entsprechend performen. Man braucht diejenigen, die man anspricht. Und jetzt, wo ich in Pension bin, halte ich also nur mehr weniger Vorlesungen vor größerem Publikum. Eher so kleinere Vorlesungen, Seminare, das eignet sich nicht zum Aufzeichnen.
Bei der Tensorrechnung, wenn Sie das vielleicht auch wissen, dass es die auch gibt, war das eine ähnliche Geschichte. Das ist eine Vorlesung gewesen, die wieder meine ursprüngliche Erwartung viel Anklang gefunden hat. Und da hat der danach gesagt, jetzt haben wir schon die Physik, jetzt machen wir die Tensorrechnung auch dazu. Und da ist es dann gewesen, das hat mir dann zusätzlich gezeigt, dass das nicht beliebig sich fortsetzen lässt. Da habe ich im zweiten Teil, schon bald gegen Ende, mich vergaloppiert bei der Ableitung der Einsteinschen Feldgleichungen. Das ist doch ein bisschen heikler und wenn man da nicht aufpasst. Und dann habe ich mich irgendwie bei irgendetwas vergaloppiert und dann ist es schlecht geworden. Und dann habe ich dem gesagt, pass auf, nehmen wir diese eine Vorlesung noch einmal auf. Das wird doch genauso. Ja, machen wir. Wissen Sie, wie komisch das ist, wenn Sie vor dem leeren Hörsaal stehen? Aufs erste Mal ist das überhaupt nicht gegangen. Ich habe mir dann richtig vorgestellt, ich rede die Leute dort an. Und dann ist es einigermaßen gegangen. Also dieser Funken zum Auditorium muss überspringen, damit es dann auch über das Video hinüberkommen kann. Und ich glaube nicht, dass das in Zukunft noch einmal in der Form sich so organisieren wird lassen. Was ich aber schon mache, ich habe ja die Physik als Buch herausgebracht, das ist jetzt sogar schon in vierter Auflage, ist also ganz gut angekommen, Einführung in die Physik, glaube ich, heißt es. Und jetzt bin ich dabei, ein Buch über die Tensorrechnung zu schreiben. Und da kann ich also auch mit einem Publikum in Kontakt kommen. Und vielleicht, wenn man dann die Videos und das Buch hat, dann hat man ganz gut etwas. Aber nein, also ich glaube, in absehbarer Zeit ist nicht damit zu rechnen, dass da noch zusätzliche Videos kommen. Aber es wird Sie vielleicht interessieren, die letzte Vorlesung des Zyklus Einführung in die Physik, die habe ich sozusagen außer Konkurrenz gemacht. Ich wollte meinen Hörern in der letzten Vorlesung so einen Ausblick geben, was noch alles auf sie zukommt und habe so Elemente der Quantenphysik als letzte Vorlesung gebracht. Und mir mal Experimente dazu gezeigt, hat mir Spaß gemacht. Das ist die jetzt bei weitem am häufigsten aufgerufene Vorlesung. Über 400.000 Mal in 2 Jahren. Hätte ich nie für möglich gehalten. Aber das hat mir wieder gezeigt. Es kommt darauf an, dass man die Leute anspricht. Das wäre nicht möglich gewesen, einfach vor der Linse. Und daher glaube ich auch, dass ich das nicht mehr machen werde. Leider. Aber es ist ein gewisser Fundus vorhanden. Genau. Dann wären wir jetzt am Ende von unserem Interview. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, uns dieses Interview überhaupt zu ermöglichen. Es hat mir Spaß gemacht. Uns auch. Jo. Dann fertig. Ich hoffe, dass ich einige Leute dazu bringe, sich mit der Physik auseinanderzusetzen. Genau. Danke. Viel Erfolg weiterhin, auch bei Ihrem Abitur, das ja jetzt bevorsteht. Danke. Alles Gute.